Kyniker? Muss das nicht eigentlich Zyniker heißen? Frag mich nicht. Angeblich kommt Kyon von dem Hund. Das sind also Philosophen, die auf den Hund gekommen sind. Einer von denen ist Diogenes gewesen. Ah, der berühmte Diogenes, der in der Tonne, der hat doch in der Tonne... Genau, derjenige, der so ganz bedürfnislos lebte. Oh, da kenne ich ein herrliches Gedicht. Du dichtest? Nein, nicht von mir, sondern von einem gewissen Dr. Ogles von vor 70 Jahren. Aber das ist so süß. Bitte, bitte, lass mich dir mal vortragen. Ja? Ausnahmsweise mal nur dieses eine Gedicht. Lies mal vor. Also pass auf. Heute gab's zu Mittag Erbsenbrei. Die Diogenes ist grad dabei, die gute Mahlzeit zu verdauen und sinnend in die Luft zu schauen. Da tritt ein Literat hinzu und bittet um ein Interview. Er schriebe gern was Angenehmes bezüglich seines Weltsystems. Die Diogenes dreht sich nun um und denkt, das ist doch gar zu dumm. Wie kann sich dieser Kerl erfrechen? Und lässt die Erbsen für sich sprechen. Wodurch es schließlich dazu kam, dass jener schleunigst Abschied nahm und dem, der ihn so tief verletzte, ins Reich der Zyniker versetzte. Schön, ne? Ja, und jetzt verstehe ich so einiges. Mit dem bedürfnislosen Leben? Nein, wo du das her hast mit... Was? Dem Lüftungsverhalten. Also ich weiß jetzt überhaupt nicht, was du meinst.